Hallo auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man einen Immunbooster macht. Und zwar braucht ihr eine Zitrone, Kurkuma ein bisschen und Ingwer. Dann brauchen wir noch Honig, egal welchen. Ich nehme jetzt den aus dem Lidl, Waldhonig, feinwürzig und etwas Wasser. Gerade für jetzt, wo die kalten Tage sind und es draußen sehr kalt ist. Dann braucht ihr noch Kurkuma. Kurkuma ist allgemein sehr guter Wirkstoff. Der hat so eine Eigenschaft wie schmerzlindernde Eigenschaft. Und auch ist es allgemein für die Haut ganz gut. Also ist wirklich ein Heilmittel. In Indien wird es sogar für statt Antibiotikum verwendet. Sagen, ein Zentimeter Stückchen, so es reicht. Zwei Esslöffel von Honig. Jetzt haben wir unseren Immunbooster fertig. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sehr empfehlen, auch aus meinem Familienumkreis haben wir eine Vorerkältung oder Vorerkältung das getrunken und das hat wirklich gut geholfen. Also in der Schwangerschaft und in der Stillzeit habe ich das auch getrunken, weil da darfst du sowieso nichts, keine Medikamenten und sowas ist dann ganz gut. Wenn euch solche Videos gefallen, dann könnt ihr mich liken oder mir einen Kommentar schreiben.